So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Heute habe ich mir gedacht, wir wagen uns an die erste Challenge. Jawoll, ja, Pitch Black. Ich glaube, die habe ich aus Versehen schon mal angeklickt und dann habe ich schmerzlich erkennen müssen, dass mir so ziemlich alles gefehlt hat, was mir lieb und teuer war. Und deshalb dachte ich, ihr wollt bestimmt teilhaben an meinem Pein, an meiner Pein. Deswegen dachte ich mir, gut, machen wir das. Pitch Black heute als erste Challenge. Drogen! Gut, wir haben Curse of Darkness, es ist dunkel, wir sehen keine Herzen, wir sehen gar nichts. Wir haben hier ein kurioses Symbol, wo ich keine Ahnung habe, was das bedeutet. Ich habe Angst. Aber gut, wir werden es probieren. Ich hoffe, man sieht auf YouTube dann genug. Ich sehe gerade so genug, sodass ich alles gut erkennen kann. Aber wie man Fraps erkennt, nimmt das etwas dunkler auf. Und der Hierophant ist doch gleich mal was Schönes zu anfangen. Und oh, das ist ja cool gemacht hier mit diesen Schwebepartikeln, die funkeln. Würmer. Die sind gar nicht so schön. So, bom, 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 bom. Ja, ich schätze mal, wir werden jetzt auf jeder Ebene keine Map haben. Jetzt habe ich ja eine Map. Also habe ich doch eine Map, okay. Immerhin das. Aber da, hey, ich hatte doch gerade Curse of Darkness. Warum jetzt? Aber gut, ich beschwere mich nicht. Ich habe die Map gerne. Ist ja nicht so, als ob ich sie nicht gerne hätte. Aber trotzdem stand da Curse of Darkness und jetzt habe ich die Map trotzdem. Also für die, die es nicht wissen, Curse of Darkness bedeutet, dass man für die Ebene keine Karte hat. Also keine Minimap, eben das Ding da. Aber wie man sieht, ist sie durchaus präsent. Plötzlich. Ich verstehe es nicht ganz, aber es entspricht der Wahrheit. Wie jeder unschwer erkennen kann. Naja, keine Ahnung. Mir soll es recht sein, wie gesagt. Gut, aber das Pinky Eye erneut. Ich glaube, das wird die Tradition hier. Dass ich immer das Pinky Eye als erstes Trinket finde. Und das Ding hatte ich, glaube ich, auch schon mal. War das das Spinnenbrut-Ding? Yo, Infestation 2, Infestation Short. Okay. Ja, wenn wir jetzt Gegner töten, wenn ich es recht in Erinnerung behalten, wow, habe, dann spawnen blaue Spinnen. Genau. Und das sieht mir ganz nach einem neuen Trinket aus. Bible Track, Faith Up. Okay, Faith heißt eigentlich immer blaue Herzen. Deswegen behalte ich das mal. Das Pinky Eye, das haben wir jetzt schon zu Genüge gesehen, würde ich mal meinen. Ah, Moment. Kann ich ja so machen und kriegt das Geld. Zumindest das wichtige Geld. Und die Spinne kann das andere Geld einsammeln. Naja gut, vielleicht kann sie es auch nicht. So, den Hierophanten hebe ich mir bis nach dem Boss auf, oder? Ja, ich denke schon. Komm her, Boss. Matsro. Okay, kein Problem. Nur Spinne-Attacke. Gut gemacht, Spinne. Das hat in der Tat viel gebracht. Kannst du nicht irgendwas spawnen, Monstro, dass ich da irgendwie Spinnen bekommen kann? Weißt du, das wäre schon richtig cool. Aber du machst es nicht. Du kannst nicht spawnen. Du bist ja nur Monstro. Und Monstros können sowas nicht. Es gibt viele Kreaturen, die andere Kreaturen spawnen können. Aber du kannst es nicht. Denn du bist nur ein Monstro. Nichts weiter. Hältst du mal noch so viel aus wie eh und je? Zum Glück, denn sonst würde es ja schnell gehen. Ja. Na, verdammt nochmal. Kann ich meine Herzen eben wenigstens irgendwo anders sehen? Na, nein, sieht nicht so aus. Gut, dann habe ich jetzt nur noch 2,5. Und jetzt wieder 3. Okay. Was zur heiligen Hölle ist das? Ein halbes Polaroid? Torn Photo. Tears plus Shot Speed Up. Okay. Oh, Isaac, jetzt nimmst du nicht so schwer. Reiß dich zusammen, Mann! Wollte ich damit sagen. Ja, das zerrissene Foto von unserer Mutter. Wenn ich das finden würde, dann würde ich auch in Tränen ausbrechen. Aber hey, Hauptsache, Tears Up. Hey, gut, das ist sogar ein starkes Tears Up, wie es mir scheint. Nicht schlecht. Das ist gut. Hey, nicht furzen. Das ist nicht gut. Nö. Ich denke nicht. Und da stand schon wieder Curse of Darkness und ich habe trotzdem die Map. Vielleicht haben sie den Curse einfach geändert und die Spinne ist gerade voll auf den Steinen gefangen. Wahrscheinlich haben sie den Curse echt geändert dazu, dass einfach dann die, das Licht dunkler ist. Und dass die fehlende Map ist wahrscheinlich, wie hieß das? Amnesia, glaube ich, oder war das die Pille? Keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie die Namen einfach geändert. Das muss es sein und ich habe keinen Schlüssel. Nein. Verdammt. Ich hasse es, keinen Schlüssel zu haben. Na, Mann, gib mir einen Schlüssel, bitte. Oh! Nicht schlecht, Spiel.
Und ich bekomme nur den Poison Touch. Natürlich bekomme ich nur den Poison Touch. Natürlich bekomme ich nur den Poison Touch. Da war ich schon. Danke der Nachfrage. Oh, ein weinerliches Ding eingesperrt zwischen Scheiße. Das erregt meine... Das wollte ich gar nicht. Ah. Bettler sind hier also jetzt auch drin. Verstehe, verstehe. Dennoch habe ich momentan nichts zu opfern, was es zu opfern gäbe. Okay. Wir haben schon mal eine wichtige Erkenntnis gehabt in diesem Run, nämlich, dass Curse of Darkness nicht länger der alte, beschissene Curse of Darkness ist. Das ist doch schon mal schön. Und wir catchen jetzt gegen Larry, den Larry Jr. In doppelter Ausführung. Und der eine ist größer, ist wohl ein älterer Bruder oder so. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Es sind Würmer. Ekelhafte, schmuddrige, kackende, widerliche Würmer. Und das kann nicht geduldet werden und darf auch nicht, denn, ja, sie scheißen alles voll. Ich meine, warum? Hört auf. Der Löffel. Speed up. Naja, eins kann man sich ja leisten, komm. Wooden Spoon. So, gibt's doch irgendwas zu holen? Der Geheimraum. Der Geheimraum. Ist doch eine Option, die wir haben. Spinnen, lass die Bombe da, wo sie ist. Dankeschön. Ach, Greed. Ach, Greed. Komm. Weg damit. Ja, ein Schlüssel. Sehr gut. So lobe ich mir das. Trotzdem, was heißt dieses Symbol da links unter meiner Schlüsselanzeige? Es würde mich stark interessieren. Naja, vielleicht finde ich es noch raus. Oh nein, ich werde angeschissen. Ach, Mann, Mann, Mann. Und das nicht verbal. So, hier ist ein... Wollen wir... Wollen wir es tun? Ah, vielleicht nachher. Erst will ich in den Itemraum. Ich will meinen Schlüssel nicht vergeuden. Oh Gott. Bomben fliegen. Bomben fliegen. Sie sind bomberhaft. Denn sie bomben. Wenn man sie abschießt, dann fliegen sie in die Luft. Weg von mir. Los, alle auf einmal. Komm schon. Na gut, drei auf einmal. Und Schlüssel en masse. Okay. Dann würde ich sagen, Raum, komm her. Komm nur her. Zack. Das ist schon mal richtig cool. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, und das ist der Wiggle Worm. Der ist jetzt kein Item mehr, sondern nur noch ein Trinket, wie es aussieht. Aber ich bin nicht traurig drüber. Das beste Item war er ja nie. Und ich glaube, ich behalte mal das andere Ding ins Kirchen, was auch immer es ist. Obwohl ich keine Ahnung habe, was das so macht, aber... Oh, Türme! Vielleicht macht es ja irgendwas ganz Tolles. Etwas Unabdingbares. Etwas, das ich brauche, um diesen Run zu schaffen. Kann doch sein. So, komm her. Das hat sich ehrlich gesagt nicht gelohnt. Ja, um es mal zu zeigen. Hier, Wiggle Waggle. Dann haben wir hier so ein Wiggle and Waggle Shirt. Aber den brauche ich ehrlich gesagt nicht. Okay, und gleich der nächste Challenge Boss. Nein! Na, verdammt nochmal. Lass mich da raus. Was? Ich bin tot? Macht dieser kleine Penner einen Herzschaden? Macht die... Ich bin gerade völlig außer mir. Nee, oder? Jetzt bin ich echt verreckt. Hätte ich doch nur die scheiß Hierophantenkarte eingesetzt. Oh, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Ich bin gerade echt fassungslos. Gut, das war meine Schuld. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, kaum sind die Herzen nicht mehr da, verliert man sich schon was im Blick. Klasse gemacht, danke, danke, danke. Ihr könnt nun applaudieren. The Lovers. Okay. Vielleicht gehe ich erstmal hier rein. Die Räume hier sind ja, was ist das zur heiligen Hölle ist das denn? Oh, die Räume hier sind ja anscheinend ein bisschen besser geworden. Was, trotzdem, was ist das hier? Hallo? Aha, vielleicht, aha. Moment, aha. Aha, aha, okay. Guppy said, okay, jetzt können wir Fliegen spawnen, keine Spinnen. Und zwar einmal pro Raum, denn das ist ein Spacebar-Item und es lädt sich pro Raum auf. Yeah, los geht's. Ich sag mal so, ist besser als nichts, aber ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Nicht mal das Weiße, aber okay.
Wow, was ist das denn? Zeig mal her. Mysterious Liquid. Toxic Splash Damage. Okay. Toxic Damage, dagegen habe ich schon mal nichts. Das scheint mir ganz gut zu sein. Und was es mit dem Splash auf sich hat, werden wir wahrscheinlich gleich sehen. So, ja. Ich habe eh keine Bomben. Ja. Weg mit euch fliegen. Vielleicht ist es auch einfach ein Poison Shot. Kann ja sein. Momentan sehe ich aber nicht viel vom Poison, aber hey. Vielleicht diese Giftpfützen auf dem Boden. Was meint ihr? Kann doch sein. Ich weiß es doch nicht. Und wir kämpfen gegen Dingle. Dingle Dangle. Okay, Dingle Dangle. Wow, nein, er charged. Help. Ach, das ist doch doof. Los, Attacke. Ach, leck mich am Arsch, komm. Lieber spawn ich die. Bevor ich wieder verrecke. Das wäre nämlich richtig peinlich. Und das Ding ist so süß, aber es ist kacke. Das ist der einzige Nachteil. Ja, ruh dich aus, komm. Damit ich dich abschießen kann. Oh, guck mal, wie süß es ist. Los, sammle das auf. Bevor du verreckst. Du lernst aus deinen Fehlern. Ach, das macht Schaden, die kleine Scheiße. Ich dachte vielleicht so, das macht keinen Schaden, aber naja. Hörst jetzt auf, bitte zu existieren. Stirb einfach. Ja, komm. Jetzt ist aber genug hier. Genug mit Scheiße. Das war's mit dir, du Scheiße. Und wir bekommen Staff. Da ist der Magnet. Der gebrochene. Kinda works, okay. Eine Pille, eine Tarotkarte. Natur of Diamonds. Das könnte nützlich werden. Ach komm, was soll's. Ich bin nicht umsonst Deputy. Oh, Range Up, okay. Meine positive Pille. Gleich am Anfang. Ich bin beeindruckt. Unfassbar. Unfassbar, liebe Freunde. Unfassbar. Gut, ich werde gar nicht damit Zeit verschwenden, jetzt den Raum zu suchen, denn ich sehe da keinen Erfolg. Oh mein Gott. Nein. Hatte schon bessere. Da ist ein... er ist zu... Los, fliegen. Fliegen gegen Fliegen. Ich hetze die gleiche Gattung gegeneinander auf. Oh mein Gott, ich bin so ein Tyrann. Schön. Oh, viele Gegner, viele Gegner, viele Gegner. Das war natürlich klar. Tour of Diamonds verdoppelt übrigens meine Münzen. Deswegen hebe ich sie mir ein bisschen auf. Wow, bis ich ein paar mehr Münzen habe. Denn dann rentiert sich das weitaus mehr. Okay. Runter. Würmer. Würmer, die mich töten wollen. Irgendwie will alles mich töten. Egal ob Wurm oder andere Viecher. Was es halt so gibt. Okay. Vielleicht können wir den Shop auf der Ebene sogar noch nützlich machen. Wer weiß. Aber das wird mir gerade ein bisschen zu eng hier. Jetzt ist wieder alles gut. Da ist der Boss. Aber wir wollen natürlich das Item haben. Aus dem Item Raum. Deswegen werde ich ihn suchen. Mit aller meiner Macht. Okay. Da klappt der Magnet mal. Das ist sehr gut. Kriege ich mehr Geld. So, jetzt könnte ich schon verdoppeln eigentlich. Aber vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Ich möchte da alles rausholen, was geht. So. Komm her, Fleischklumpen. Dankeschön. So, Feuer, gib mir Geld. Gib mir Geld. Mehr Geld. 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 Kein Geld? Okay. Stattdessen Brother Bobby. Na toll. Ich will nicht dein Freund sein. Du bist langweilig. Aber hey, es gibt Schlimmere. Es gibt durchaus Schlimmere. Gut, dann würde ich sagen, ab zum Boss. Ich habe meine Herzen einfach nicht. Das ist so scheiße. Das ist keine leichte Challenge. Wenn man keinen Schaden nimmt, okay, aber sonst nicht so einfach. Los geht's, fliegen! Attacke, 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 yeah! Yes, ja! Kann ich am besten einfach gar nicht treffen lassen. So. Euch kann ich gar nicht gebrauchen hier. Ihr nervt nur. Ja, ja, ist ja gut, komm. Habe dich erlöst, kein Problem, mache ich gerne. So, weg mit euch da. Ihr könnt ja eh nichts. Also warum solltet ihr da sein? Ach, komm schon! Musste das sein? Jetzt habe ich zum Beispiel wieder keine Ahnung, wie viele Herzen ich habe. Ich schätze mal so 2,5 oder 2. Ich weiß es einfach nicht. Schon blöd. Na, anscheinend eher 2. Okay, Magic Mushroom ist sehr gut. Das bedeutet auch HP ab. So, soll ich jetzt in der Ebene... Da ist nicht mal ein Shop. Da ist nicht mal ein Shop. Warum ist hier nicht mal ein Shop? Eigentlich gibt es doch immer einen Shop. Warum ist hier kein Job?
Das entzieht sich meines Verständnisses. Meinem Verständnis. So wohl eher. Gut. Ja, vielen Dank auch. Naja, immerhin eine Bombe Gewinn gemacht. Das ist ja schon mal, naja, ganz okay. Okay, ja, der Magic Mushroom erhöht einfach jeden Stat um eine Stufe. Ist gar nicht so schlecht. So, weiter geht's. Mit mehr Terror und Horror.